Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Clemens der Zimmermann. Es geht weiter in meiner Videoreihe ums Thema Holzverbindungen. In diesem Video zeige ich euch die verschiedenen Versatzarten. Wir haben zum einen den Fersenversatz und den anderen den Stirnversatz. Das ist ein kleiner Teil von den Versätzen, aber der typisch klassische Versatz, der am meisten eingesetzt wird. Ich stelle euch so ein bisschen die Unterschiede vor, zeige euch, wie ihr das Ganze ausarbeiten könnt oder wie ihr das anreißt. Und unter anderem zeige ich euch auch so kleine Beispiele, wo ihr das in der Praxis dann auch umsetzen könnt. Und glaubt mir, da wird der ein oder andere bestimmt direkt mit seinem Projekt loslegen, um endlich eine Lösung dafür zu haben. Unter anderem werde ich bei diesem Projekt wieder mal von der Firma Eurotech unterstützt. Da seid gespannt, wir haben hier was richtig Cooles geplant, denn wir wollen all diese Stirn- und Fersenversätze und alle Holzverbindungen, die ich hier herstelle zu meiner Werkstatt, später auf Herzturnieren testen und gegeneinander eintreten lassen, gegen typische Ingenieursverbindungen. Das heißt, diese schönen Verbindungen werden wir später komplett zum Zerbersten bringen und auch zu zeigen, wo Schwachpunkte entstehen, wenn man das Ganze falsch macht. Das heißt, wir werden verschiedene Verbindungen nochmal zusätzlich herstellen, die falsch ausgeführt sind, um einfach die Unterschiede für euch zu zeigen. Denn wie es richtig gemacht wird, sieht man sehr, sehr oft im Internet. Aber mir ist wichtig, dass ihr einfach auch erkennt, wenn ich einen Fehler mache, wie groß sind die Konsequenzen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß in dieser Videoreihe und auch vor allem in diesem Video. Unbedingt dranbleiben, Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt legt euch zurück und viel Spaß bei diesem Video. So, fangen wir mal an mit dem typischen Stirnversatz. Die Zimmermänner unter euch kennen es natürlich. Wo kommt diese traditionelle Holzverbindung im Einsatz? Letztendlich sind beide Verbindungen identisch. Wir brauchen die immer dann, wenn es darum geht, große Lasten von oben abzutragen. Das klassische Beispiel ist ein typisches Sparrendach. Das heißt, wir haben einen Dachstuhl, der jetzt nicht klassisch, im Prinzip, wir haben Auflagerpunkte, Schwelle, First und Mittelfette, wo die Dachsparren sich aufsetzen, sondern wir haben ein Dach, was im Prinzip freitragend in der Mitte ist. Das heißt, wir haben einfach nur ein stabiles Dreieck und haben dann hierdurch, wenn man sich jetzt vorstellt, das sind die eigentlichen Dachsparren und wir wollen die Kraft, die hier entsteht von den Sparren, direkt runter in die Schwelle bringen. Mittlerweile wirklich eher selten, dass man mal ein Sparrendach sieht. Der große Vorteil beim Sparrendach ist halt natürlich, dass wir hier keine Stützen oder Pfosten brauchen, sondern dass wir wirklich die Kraft direkt runter in die Schwelle übertragen. Nachteil ist halt, das Aufschlagen ist wesentlich komplizierter und wie ihr seht, wir brauchen so ein bisschen Vorschub. Das heißt, meistens erkennt man Sparrendach auch daran, dass man hier nachher noch so einen Aufschiebling hat, der das Ganze hier so ein bisschen abmindert. Dann unter anderem, auch wenn wir zum Beispiel Tore bauen, große Strebenböcke haben, also jetzt im großen Sinne, immer dann, wenn ihr in so einer großen Scheune mal steht, dann seht ihr solche großen Binderkonstruktionen. Wenn wir große Lasten von unten in unser Sprengwerk abtragen wollen, dann kommen meistens solche Stirnversätze in Einsatz. Und was ich wirklich cool finde, ist, ich habe jetzt hier nur ein paar Tröpfchen Leim drauf und im Prinzip können wir jetzt schon Vollgas hier oben Kraft auftragen und das wird direkt unten in die Schwelle geleitet, ohne dass wir hier zusätzlich irgendeine Schraubverbindung bringen müssen. Beim Stirnversatz müssen wir beachten, wir haben hier vorne 20 cm Vorschubholz. Das sorgt einfach dafür, dass wenn hier die Kraft runterkommt, dann steht ja hier im Prinzip, hier nehmen wir den Schub auf. Und wenn wir das jetzt hier zu kurz machen würden, würde im Prinzip das obere Holz sich einfach abscheren. 20 cm sollten das Minimum sein. Ansonsten gibt es dort Probleme. Und die werden wir auch mal probieren zu zeigen, wenn man es kleiner macht, diesem Video. So, dann seht ihr hier, ich habe es extra jetzt so gewählt, dass man das wirklich erkennt, wie die Unterschiede sind. Vorschub ist genau der gleiche, 20 cm. Aber beim Fersenversatz, in der Aufnahme nochmal, wir haben da hinten. Beim Fersenversatz ist es so, dass wir die Kraft hier hinten an der Ferse sozusagen aufnehmen und hier unten reinbringen. Dadurch können wir dieses Vorschub hier vorne, wo wir mit unserem Sparren antreffen, im Prinzip minimieren. Das sind die Unterschiede. Wo kommen die noch in Einsatz? Unter anderem könnt ihr euch auch vorstellen, bei typischen Kopfband, wenn man das jetzt über Kopf sehen würde, wir hätten jetzt hier in Pfosten drinstehen und würden jetzt hier zum Beispiel eine auskragende Fette haben, könnten wir statt wie im letzten Video mit einem Zapfen und einer Holzverbindung auch ganz einfach mit einem Stirnversatz das Ganze auch abfangen.
So viel dazu. Und ich würde sagen, wir verlieren auch keine Zeit und legen direkt los und ich zeige euch, wie ihr die verschiedenen Versätze anreißt und ausarbeitet. Ich werde jetzt natürlich versuchen, auch euch ein kleines Praxisbeispiel zu machen, damit ihr euch nicht zu sehr auf diese Theorie festfahrt, sondern dass ihr auch wisst, wie ihr das, was ich euch zeige, in der Praxis einfach umsetzen könnt. So, ich habe euch mal die GoPro mit angemacht, damit ihr wieder seht, was meine Fingerchen hier Schönes treiben. Ich habe mir jetzt hier so einen kleinen Bock mal konstruiert, habe hier oben mir einen 60-Grad-Schnitt dran gemacht, dann den Gegenwinkel in der Kreissäge eingestellt, habe hier oben zweimal nochmal 30 Grad angeschnitten, sodass wir nachher hier oben ein schönes Auflager haben, wo wir das Ganze abdrücken können im Testversuch. Denn wir wollen ja natürlich auch wissen, was können diese alten Holzverbindungen. Weil ich jetzt halt keinen großen Aufriss machen wollte, bin ich einfach nur hergegangen, habe jetzt für meinen Stirnversatz brauche ich 20 cm Vorschubholz. Das habe ich mir angezeichnet, links wie rechts. Dadurch entsteht ja eine Mitte, wo ich quasi meine Fissachse habe. Und nachdem ich diese beiden Hölzer mir zugeschnitten habe, bin ich einfach nur hergegangen und habe mir das quasi so ausgerichtet, mit meinen beiden Linien an Ort und Stelle gebracht, sodass quasi dieser Mittelpunkt zu der Fissachse übereinstimmt. Und in dem Moment einfach mal hier unten markiert, dass ich weiß, das ist mein Schwellholz, das liegt an dieser Position. Ich habe jetzt schon mal einen Stirnversatz hier drüben angezeichnet, einfach um für mich selber nochmal ein bisschen wieder da reinzukommen, um das euch natürlich möglichst schnell beizubringen. So, starten wir mit dem Anzeichnen. Okay, ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Hier, das wirkt jetzt ein bisschen komisch, hier läuft jetzt der Riss runter, der quasi meinen Vorschub mit den 20 cm anträgt. Jetzt habe ich hier quasi meine Holzstärke, die kann ich mir schon mal rüberreißen. Das ist im Prinzip der Punkt, wo mein Holz dann antrifft. Das sind jetzt in dem Fall, dadurch, dass ich in Neigung bin, nicht mehr 7,5, sondern etwas mehr. Wie viel genau, spielt keine Rolle. So, jetzt lege ich das Ganze nochmal hier kurz drauf. Wie gesagt, das Ganze ist echt einfach herzustellen und es gibt viele Sachen, wo ihr das tatsächlich im Leben oft braucht. Glaubt mir. So, fangen wir mal an mit der eigentlichen Ausklinkung, die an unser, in dem Fall nenne ich es einfach mal Schwelle, kommt. So, jetzt stellen wir uns hier mal die Neigung ein. Das wären jetzt in dem Fall 60 Grad. Ich mache es jetzt extra mal mit einer Schmiege, weil nicht jeder von euch hat einen Alpha-Winkel zu Hause. Und in dem Fall finde ich es mit einer Schmiege fast sogar einfacher. Einfach aus dem Grund, weil der Alpha-Winkel halt relativ groß ist und das so kleine Hölzer sind, geht es so ein bisschen besser. Jetzt gehe ich hier an meinen Anfallspunkt. Wir wollen, ein Stirnversatz wird hier mit einer Winkelhalbierende hergestellt. Das ist unterschiedlich, man kann das auch rechtwinklig machen, aber in der Regel wird ein richtiger Stirnversatz immer mit einer Winkelhalbierende hergestellt an der Stirn. So, das ist mein Anfallspunkt. Jetzt gehen wir einfach her und nehmen die Schmiegenstärke quasi, um diese Winkelhalbierende zu konstruieren. So, jetzt brauche ich nur hergehen, einmal so, dadurch kriege ich ja beide Neigungen raus, das ist alles kein Hexenwerk. Und dann gehen wir her und zeichnen uns in dem Fall hier die Winkelhalbierende an, durch den Schnittpunkt, der hier entstanden ist, dieses Pünktchen. Zack und zack. So. Somit haben wir die Winkelhalbierende. Wie tief machen wir den eigentlichen Stirnversatz? Stirnversatz sagt man in der Regel 1/6 bis maximal 1/4 vom Holzquerschnitt. Wir nehmen jetzt mal die goldene Mitte, weil die am einfachsten zum Rechnen ist. Wir haben jetzt 7,5 cm. Durch 5 kommen wir auf 1,5 cm, was wir die Versatztiefe machen. Nehmen wir einfach mal die goldene Mitte. So, und jetzt tragen wir uns hier an der Stirn vorne 1,5 cm an. Zack. So, und jetzt brauchen wir nur noch hergehen von den 1,5 hinten auf unseren quasi, ich nenne es einfach mal Nullpunkt, eine Linie zu ziehen. Zack. Jetzt haben wir, ohne großartig einen Aufriss zu machen, uns einen Stirnversatz hergestellt. Zack. Das wird ausgeschnitten. So. Und das Gleiche müssen wir jetzt natürlich unten auch noch machen. Wie tragen wir uns jetzt hier unten
Stellenversatz, den wir da gemessen oder den da konstruiert haben, hier wieder an. Genau das gleiche Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach unsere Schmiege dazu. Gehen hierher. Wir haben einmal diese Neigung von unserer Schwelle und einmal diese Neigung von unserer Strebe. Zack, zack. Winkelhalbierende angetragen. Und den Punkt hier. Riss durch. Die Tiefe angetragen mit 1,5. Und das Ganze wiederum verbunden. Und zack. So. So einfach haben wir uns jetzt beide Stirnversätze angetragen an dem ganzen Konstrukt. Wir arbeiten das Ganze aus. In meinem Fall mache ich es jetzt einfach tatsächlich mit der Kappsäge. Kann ich mir den Stirnversatz ganz einfach rausschneiden. Jetzt in meinem Fall weiß ich ja, ich habe eine klar definierte Neigung. In dem Fall waren es 60 Grad. Das heißt, summa summarum ist meine Winkelhalbierende vorne 30 Grad. Ich habe euch trotzdem den anderen Weg gezeigt, denn je nachdem, wie ihr eure Streben einbaut bei verschiedenen Projekten, habt ihr vielleicht nicht immer eine klar definierte Neigung. Und dann habt ihr es natürlich ein bisschen schwieriger herauszufinden, wie ihr das jetzt einstellen müsst. Habt ihr ein Winkelmesser, könnt ihr euch natürlich die Neigung vorher messen und könnt euch dann im Prinzip auch ganz leicht die Neigung, die ihr nachher schneiden müsst, rausrechnen. So, in dem Fall stelle ich jetzt gerade 30 Grad ein in meine Säge. Zack, zack. Absaugung an und dann wird gesägt. So, jeder von diesen beiden, von den beiden Versätzen hat seinen Vor- und Nachteile. Bei dem Stehenversatz ist zum Beispiel so, dass wir den Versatz unten an der Strebe komplett im Prinzip mit der Kappsäge machen können. Beide Neigungen lassen sich in der Regel gut schneiden. Jedoch die Ausklinkung im Schwellenbereich, da können wir maximal diesen Schnitt hier vorne machen. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich mit einer Handkreissäge, wenn der Querschnitt nicht so groß ist, einfach von beiden Seiten einmal reingeschnitten habe, um diese Neigung rauszumachen. In dem Fall versuchen wir es mal mit einem Japaner quasi nachher diese Neigung runterzuschneiden. Da bin ich gespannt. Das ist schon ein ziemlich anspruchsvoller Schnitt, weil er relativ lang längs zur Faser geht. Aber das sollte ich hinbekommen. Die beiden Schnitte weiß ich jetzt, die sind 30 Grad. Ich habe mir jetzt einfach einmal die Kappsäge in Tiefe eingestellt, mal ein, zwei Musterschnitte gemacht und jetzt kann ich zumindest schon mal diese beiden Schnitte vorab mit der Kappsäge machen. Hätte ich jetzt auch mit der Japanersäge machen können, aber das sind ja faule Hunde. So, ein Anschlagholz dran, dass ich komplett durchfahren kann, dann sägen wir das mal. Er kann es noch. Jetzt einmal hier oben der Zusammenschnitt. Extra jetzt so gemacht, dass wir nachher hier oben bei der Prüfung Druck aufbauen können. Und hier unten, ja, wie aus dem Lehrbuch. Ich werde das Ganze jetzt mal leicht anfasen, dann kriegt das ganze Ding ein paar Pünktchen PU-Leim drauf und dann ist es bereit, um auf Herz und Nieren zu testen. So, machen wir weiter mit dem Fernsehversatz. Prinzipiell
gleicher Aufbau. Ich habe die Neigung alles gleich behalten, damit ihr auch seht, wie der Unterschied entsteht. Dadurch, dass wir das Vorschubholz beim Fersenversatz im Prinzip die Kraft nach hier hinten bringen und wir dadurch im Prinzip höher aufbauen können, weil wir im Prinzip weiter zum Randbereich vom Holz gehen können. Die Neigung gleich, dadurch können wir höher aufbauen. Das hängt immer ein bisschen von der Situation ab, die man vor Ort hat, welchen Versatz man dann letztendlich wählt. Der Fersenversatz ist wirklich einfach anzureißen. Ich mache es jetzt in dem Fall auch einfach mal mit einer Schmiege. Habe jetzt hier einfach mal diese 60 Grad eingestellt. Im Prinzip im gleichen Ding wie vorne auch. Einmal kurz das Ganze hingelegt, das Schwelleholz ausgerichtet. So. Jetzt gehen wir einfach nur her und zeichnen hier unten von unserem Vorschub, in dem Fall auch 20 cm, das sollte es mindestens sein. Hier einmal die Neigung von unserer Strebe an. Jetzt machen wir genau dasselbe. Maximal ein Viertel und mindestens ein Sechstel, was unsere Klauentiefe sein muss. Wir machen jetzt ein Fünftel, genau die Hälfte aus beiden. 1,5 cm. Jetzt reiße ich von mir aus mal hier noch diesen Punkt hier hoch. So, das ist jetzt hier ein bisschen tricky beim Anzeichnen, weil man da relativ wenig Auflagefläche hat. Und bei dem Fersenversatz einfach nur so, dass wir hier unten in dem Eck von der Ferse einfach einen rechten Winkel konstruieren. Das geht mit so einem großen Winkel relativ schwierig. Ich könnte es jetzt auch innen legen. Und vor allem bei so einem kleinen Querschnitt, das ist ja schon fast Modellbau hier. So, und dann gehen wir jetzt hier vor. Zack. Und das war's auch schon mit der Anzeichnerei. Und jetzt mal kräftigen Riss montiert. Ich muss das von einmal nachkorrigieren, obwohl das passt ja sogar noch. So, dann hätten wir das Schwellholz schon angezeichnet. Und jetzt hier ist es im Prinzip ganz einfach. Wir legen jetzt hier unseren Schnittpunkt fest, wo wir die 1,5 cm Tiefe haben. 1,5 cm hier in der Neigung. Jetzt dieser Punkt. Hier ist es ein bisschen einfacher, weil wir jetzt von diesem Punkt einfach rechtwinklig vorgehen. Zack. Und das war es auch schon. Und schon haben wir unseren Fersenversatz angezeichnet. Bei der Schwelle brauchen wir im Prinzip nur wie eine Art kleine Klaue ausklinken. Das kriegen wir ganz easy hin. Das können wir sogar mit der Kappsäge eventuell machen. Je nachdem, was für eine Neigung man hat. Hier ist es natürlich ein bisschen schwieriger, obwohl letztendlich könnte ich die Kappsäge auch in Neigung stellen. Muss man halt genau auf die Tiefe achten, ist ein bisschen aufwendiger. Und so könnten wir dann auch die Streben aussägen. Mal gucken, wie ich es mache. So, noch eine Besonderheit, die ich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht aufgegriffen habe oder mittlerweile schon vergessen in der Schulzeit. Aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So läuft jetzt nachher die Strebe an. Hier unten ist unser Fersenversatz. Laut Lehrbuch heißt es, dass wir hier quasi auf der falschen Seite vom Riss schneiden, damit wir definitiv die Kraft hier hinten in die Ferse bringen und hier keinen Druck auf unser Schwellholz. Das heißt, in der Regel sollte man minimal Luft lassen. Wir schneiden die Ferse genau aus und vorne diesen Längsschnitt um Sägeblattstärke auf die falsche Seite, dadurch, dass in der Waage quasi etwas Luft entsteht. Ich würde es tatsächlich auch mal testen wollen. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, ob ihr das auch sehen wollt. Dann würde ich nämlich das Ganze einmal press machen und einmal wirklich mit dem Druck, wie das Lehrbuch sagt, dass man da Luft lässt. Um dann mal zu schauen, wo entsteht denn im Prinzip nachher eine Rissbildung. Scheinbar wäre es dann so, dass dadurch hier ein Riss entsteht, weil wir halt an der falschen Stelle Druck reinbringen. Würde mich interessieren. Also es ist ja immer das eine, dass man Sachen aus dem Lehrbuch, dass man das erklärt bekommt und im Lehrbuch das einfach so gesagt wird. Aber ich finde es halt auch interessant, deswegen mache ich das Ganze ja, um zu sehen, was passiert, wenn man es falsch macht. Ich glaube, das werde ich auch auf jeden Fall machen, um einmal zu gucken, was passiert, wenn es nicht so ist.
So Leute, einmal fertig ausgearbeitet und es ging mit der Kappsäge tatsächlich echt gut. Und ich habe jetzt auch extra den Schnitt auf der falschen Seite gesetzt. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Das ist wirklich wie im Lehrbuch, dadurch diese Luft entsteht. So, schaut mal her. Das ging jetzt wirklich wunderbar mit der Kappsäge. Ich habe es auch tatsächlich noch nie mit der Kappsäge so gemacht. Seht jetzt hier schön, dass wir hier unten Luft bekommen, dass die Kraft definitiv hier ins Holz geleitet wird. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Und oben wird zusammengeschnitten. Ich muss echt sagen, es macht so viel Spaß und ich freue mich vor allen Dingen, das ganze Ding nachher als auf Herz und Nieren zu testen. Haut mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt, dass ich hier das Ganze mal ohne diese Luft mache. Dann baue ich das Ganze und ansonsten mache ich das Ganze jetzt nur mal schick Roberto hier kurz anphasen und dann sind wir bereit für die Abpressung. So, die Verbindungen sind fertig geworden. Zeige ich euch gleich in der Abmoderation das fertige Ergebnis. Sind richtig schick, tipptopp, so soll es sein. Jetzt ist mir wichtig, dass ihr vor lauter Theorie und dass ihr das Ganze versteht, wie man das in der Praxis umsetzen kann oder wo ihr das vielleicht häufig einsetzen könnt. Ich habe das tatsächlich in der Praxis schon oft umgesetzt und zwar meistens bei großen Toren, Scheunentore oder kleine Gartentürchen oder sowas. Da kommt sowas immer wieder, könnt ihr diese Verbindung immer wieder einsetzen. Ich habe jetzt einfach mal spaßhalber euch hier aus Dachlatten mal was Kleines vorbereitet. Und zwar, wenn ihr jetzt ein kleines Gartentürchen bauen wollt, dann vielleicht nicht unbedingt aus Dachlatten. Ein bisschen größer kann dieser Querschnitt schon sein. Ich würde vielleicht so auf 4, auf 8 oder sowas gehen. Um dann zu wissen, wie kann ich denn so einen Stinnversatz mal einsetzen. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt so die Größe von euren Türchen, dann beim 4 auf 8er Querschnitt den zu verschrauben, kann man machen, ist schon fast grenzwertig, weil das Holz dann irgendwann mal aufspaltet. Hier würde ich jetzt wahrscheinlich einfach hergehen, würde diese Eckverbindungen alle schön überplatten und dann schauen, dass das ganze Ding im rechten Winkel liegt. Das könnt ihr entweder mit Diagonale messen oder ihr haltet euch einen Winkel rein und dann versucht ihr das im besten Fall auf so einem Tisch einfach zu fixieren und zu sagen, das ist jetzt mein rechter Winkel, so soll mein Tor aussehen. Jetzt ist ja beim Türchen das Ganze so, wir haben jetzt, sagen wir mal, das ist der Anschlag, wo meine Beschläge sitzen, auf dieser Seite hier vorne. Aber jetzt könnt ihr das so ein bisschen sehen, ich mache die Kamera ein bisschen weiter runter. So, ein bisschen schwierig. Muss ich mich ein bisschen bücken. Wenn man sich jetzt vorstellt, das hier wäre im Prinzip die Anschläge, wo wir das Tor einhängen und das wäre im Prinzip da, wo nachher der Schließer dran ist. Das heißt, wir öffnen das Tor in diese Richtung. Jetzt ist natürlich immer so, diese Seite neigt ja dazu, zu hängen irgendwann, wenn man das jetzt einfach so lassen würde. Und dann können wir mit so einem stillen Felsenversatz uns nämlich ganz einfach hier eine Strebe einbauen. Natürlich immer die Kraft unten zum Beschlag hin, weil da können wir den Druck aufnehmen, nie in die andere Richtung. Das wird ja keinen Sinn machen. Wir wollen ja, dass dieser Punkt nicht nach unten geht. Wenn wir jetzt die Strebe so rum einbauen, wäre ja Quatsch. So, das heißt, wir würden dann hier eine Strebe reinsetzen und dafür braucht ihr euch nicht mal großen Aufriss machen. Legt euch dieses Türchen einfach gerade hin, dann zeichnet ihr euch quasi hier mal die Neigung an. Dann könnt ihr euch überlegen, was ist in eurem Fall besser. Die Strebe könnt ihr auch ein bisschen wegrutschen. Wie gesagt, wir müssen nur ungefähr in diesem Punkt hier unten ankommen. Das heißt, ob ihr jetzt einen stillen Versatz macht oder ihr geht weiter in die Ecke, macht einen Fersenversatz, das spielt keine Rolle. Das könnt ihr euch dann selber frei wählen. Eine Sache, die nur wichtig ist, je länger euer Türchen wird, je flacher, je nachdem wie hoch das Ganze ist, je flacher wird ja auch die Neigung von eurer Strebe. Da solltet ihr halt natürlich nur darauf achten, dass die natürlich nicht irgendwann so ist, weil dann bringt so eine Strebe nichts. Dann sackt euch das Tor trotzdem ab. Also ich sag mal, irgendwas zwischen
45 oder sagen wir 40 und 60 Grad solltet ihr eure Strebe einbauen. Alles andere wird nachher schon echt gaglich. Also dann nimmt die Strebe nachher irgendwann schon gar keine Kraft mehr auf, weil das ja schon ja, gefühlt ins Waagrechte geht. Aber da könnt ihr diese Verbindungen wirklich wunderbar nutzen im Alltag, wenn ihr wirklich mal so ein Gartentürchen baut. Und dann kommt auch noch der Vorteil, ihr macht hier einen Stehenversatz. Ihr könnt jetzt da ein Tröpfchen Leim ran machen, braucht es aber auch nicht weiter verschrauben, denn in dem Moment, wo ihr nachher, ist jetzt schwierig zu zeigen, wenn ihr nachher hier eure Zaunverkleidung drauf macht, verschraubt ihr natürlich hier unten die Strebe mit und oben auch. Und in dem Moment, wo ihr diese Punkte alle verschraubt miteinander, ist das Ganze auch gehalten an Position. Das heißt, es kann nicht mehr weg. Und durch diesen Stirnversatz können wir trotzdem die Kraft aufnehmen. Also eine oder Stirn- oder Fersenversatz können wir trotzdem die Kraft aufnehmen. In dem Fall habt ihr dann euch ein super stabiles, wirklich fachmännisch korrektes Türchen gebaut. So viel dazu. Dann könnt ihr es auch mal in die Praxis umsetzen, was ihr hier Schönes gelernt habt. Und jetzt schaut euch das doch mal an. Da sind jetzt nur ein paar Tröpfchen Leim drauf gekommen. Dann habe ich es gerade von da oben ein bisschen beschwert. Und schon haben wir eine super stabile Verbindung. Das gleiche drüben mit dem Fersenversatz. Ich finde, gefasst sehen solche Holzverbindungen halt auch noch echt cool aus. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wenn wir das jetzt testen, was so ein Versatz denn auch wirklich aushält. Wir werden es auch nochmal hier bei dem Stirnversatz so machen, dass ich wirklich mal den Vorschub minimiere, wirklich extrem kurz mache, um einfach zu zeigen, wie die Unterschiede sind, wenn man verschiedene Sachen nicht einhält. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Deswegen unbedingt den Kanal abonnieren, wenn wir dass ihr auf jeden Fall nicht das Video verpasst, wenn ich bei Eurotech bin, wo wir diese ganzen Sachen mal auf Herz und Nieren testen. Ich hoffe mal, ich konnte euch bei diesem Video ein bisschen helfen. Ihr seid ein bisschen schlauer geworden, was das Thema Versätze oder Holzverbindungen betrifft. Und hoffe, ihr hattet natürlich auch ein bisschen Spaß bei dem ganzen Video. In diesem Sinne bin ich mal raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Da wird es auch nochmal interessant werden. Da geht es dann ums Thema Holzverbindungen an einem stehenden Pfosten. Hab mir da schon einiges zu überlegt. Deswegen dranbleiben, Kanal abonnieren und ich bin mal raus für heute. Macht's gut, euer Clemens Zimmermann.